Das Ziel ist eigentlich, wenn wir Musik machen oder wenn wir als Gruppe spielen, und für mich persönlich auch immer, ist, ich möchte Menschen berühren. Ich möchte, dass die in dem Moment, wo die im Konzert sitzen, eine gute Zeit haben, dass die einen sehr individuellen Klang von der Gruppe mitnehmen können. Die sollen berührt werden, die sollen Spaß haben, die sollen das kurzzeitig vergessen können, was in ihrem Alltag ist. Oder wenn sie eine schwere Zeit haben und man spielt was sehr Lyrisches, sollen sie sich sehr berührt fühlen. Das ist das Ziel. Wir sind hier am Hasenhof angekommen, haben ein bisschen den Aufnahmesaal uns angeschaut, spielen uns jetzt ein und wollen dann nachher ein bisschen, ja, zusammen musizieren. Also ich finde an so einem großen Blechbläserensemble einfach toll, dass man so viele verschiedene Register abdeckt, also von ganz tief bis ganz hoch. Man hat so eine große Klangvielfalt. Man kann ganz klangreich spielen und vor allem kann man verschiedenste Repertoires abdecken. Also wir spielen ja auch ganz alte Musik, die damals auch schon mit Blechbläsern gespielt wurde, aber wir spielen auch neue Musik und auch Musik, die für uns extra geschrieben wurde oder arrangiert wurde. Und dadurch, dass wir eben so breite Register haben, können wir ganze Orchestersätze nachstellen. Also wir können die tiefen Streicher imitieren, die hohen Streicher, die Holzbläser, die Blechbläser natürlich sowieso. Und dadurch ist es einfach sehr abwechslungsreich. Und wir können alles die Richtung machen, was mir besonders gut gefällt, dass wir sowohl sehr alte Musik spielen können, als auch Filmmusik oder Popmusik. Geht alles. Ja, also als wir angefangen haben, waren wir alle Studenten. Wir waren natürlich wahnsinnig motiviert. Das sind wir immer noch. Hat sich nicht verändert. Aber wir waren vielleicht wahnsinnig wild. Wir haben viele Dinge einfach mal gemacht, ausprobiert. Und je länger wir zusammen spielen, umso mehr hat sich ein gemeinsamer Klang entwickelt. Man lernt sich besser kennen. Das ist wie in jeder Beziehung auch. Man lernt sich kennen, natürlich menschlich, aber auch musikalisch. Und man wächst als Ensemble immer runter zusammen. Und das spürt man natürlich am gemeinsamen Musizieren. Die Motivation, so ein Ensemble zu gründen, war einfach, dass man sich gerne mit Freunden treffen möchte. Und es ist ja, je professioneller es wird, desto weniger besteht die Chance oder die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass man wirklich mit Freunden zusammenspielt. Als ich ungefähr 9 Jahre alt war, es gab bei uns im Dorf einen Posaunenchor. Die haben immer in der Weihnachtszeit, sind die durch die Straßen gezogen und haben überall Weihnachtslieder gespielt. Und das fand ich einfach schön und es hat mich beeindruckt und ich wollte dort gerne mitspielen. Und ich glaube, das ist so die Hauptmotivation für mich gewesen, die Trompete auszusuchen. Es ist jetzt nicht so, dass man dann als kleines Kind direkt stundenlang übt. Man macht das eben so nebenbei und es ist dann irgendwann immer mehr geworden. Es ist toll gewesen, viel mit anderen zusammen zu musizieren, andere Kinder und später andere Jugendliche kennenzulernen. Einige auch hier vom Ensemble habe ich ja schon so mit 14 Jahren im Landesjugendorchester kennengelernt. Und es ist irgendwie toll, Menschen zu finden, wo man das Gefühl hat, mit denen bin ich auf einer Wellenlänge und gemeinsam Musik zu machen. Zu Beginn ist die Faszination, einfach einen Ton zu produzieren auf einem Instrument. Das reicht zunächst mal aus. Und dann ist es einfach schön mitzuerleben, wie die Töne schöner werden, besser werden. Das gibt einem als Kind auf jeden Fall schon ein gutes Gefühl. Da ist man dann stolz, da hat man einfach Freude dran. Später ist es tatsächlich so, dass es fast die Zeit, die man
jeden Tag im Prinzip selbst mit dem Instrument verbringt, eigentlich was Meditatives hat. So wie viele Leute Urlaub machen natürlich vom Arbeiten und so weiter, komme ich manchmal vom Urlaub zurück und genieße dann fast die Zeit wieder mit dem Instrument zu haben, weil man sich natürlich ein bisschen zurückziehen kann, auch von anderen Menschen. Und wenn man dann 1, 2, 3 Stunden mal wieder am Instrument einfach war, dann ist das auch wieder ein bisschen wie nach Hause kommen und gibt einem ein richtig gutes Gefühl. Ich persönlich mache das nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern das ist eher ein Brauchen von der Region. Denn die Form, wie man hier Kammermusik machen kann, wie man individuelle Gedanken, Spielwünsche, Ideen einbringen kann, das funktioniert im professionellen Rahmen sonst nicht so wirklich so, weil es einfach die Probenzeit, die Prozesszeit viel zu gering ist. Und das ist aber eigentlich was hier in der Gruppe, wo man sich sehr, sehr stark entwickeln kann, wo man seine eigene künstlerische Persönlichkeit sehr, sehr stark und sehr schön finden kann. Und es ist auch wertvoll. Man kriegt ja auch die Rückmeldung von Freunden und Kollegen, was hier die Mischung ist, was sonst nicht unbedingt so ist. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Das mag ich nicht. Das ist ein bisschen weiter, aber halt zu befindlicher. Vielleicht noch ein bisschen breiter sogar. Okay. Wollen wir den einmal aushalten? Besonders wichtig für uns war, dass wir als gemeinsames Ensemble Eigenes gestalten konnten. Also es ist nicht so, dass da ein Dirigent vorne steht, wie zum Beispiel in einem Orchester, der dann sagt, das müsst ihr so und so spielen und so weiter. Sondern wir konnten als Gruppe selber miteinander arbeiten. Also jeder, wenn wir proben, jeder kann sich einbringen, jeder kann seine Ideen sagen, musikalischer Art. Und das eigene Entwickeln von Ideen, also eigentlich die Kreativität ist natürlich sehr gefragt bei so einem Blechbläser-Ensemble, was sich so eigenständig aufbaut. Und genau das ist aber auch das Reizvolle. Was sich in den 10 Jahren entwickelt hat, wie wir uns verändert haben, ist tatsächlich sehr schwer zu beantworten. Jeder von uns und jede von uns hat ja die Entwicklung auch selbst mitgemacht. Und so ist immer das Aktuelle der Ist-Zustand. Und gefühlt, es fühlt sich tatsächlich noch manchmal an wie zu Beginn, als hätte sich fast gar nichts verändert. Aber es ist bestimmt einfach alles tiefer geworden, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Auch das Musikalische hat sich einfach gefestigt und so. Hat das Ganze einfach ein bisschen mehr Tiefe bekommen, würde ich sagen. Ich weiß, dass mir die Gruppe über Phasen und Zeiten geholfen hat, wo ich nicht so gut unterwegs war, wo nicht klar war, ob das klappt, dass ich in ein professionelles Orchester komme, dass man einen Lehrauftrag irgendwo kriegt. Das war alles überhaupt nicht klar. Und das war eine super Sache, dass man da so eine wie eine kleine Familie im Hintergrund hatte eigentlich immer. Mich motiviert immer weiter hier dran zu bleiben und auch die Arbeit und Energie da reinzustecken, dass es einfach 11 weitere Menschen sind, die mir total am Herzen liegen und die ich schon sehr, sehr lange kenne, die mir sehr viel bedeuten und auch das auf der Bühne stehen mit diesen Menschen, weil es eben durch die Jahre, die wir uns kennen, eine andere Art von Musizieren geworden ist. Es ist so intuitiv und so unabhängig von irgendwie einem Dirigenten, unabhängig von äußeren Umständen, sondern wenn wir auf der Bühne stehen, dann ist es schon einfach ein Gemeinschaftsergebnis und das ist auch was anderes als im Orchesteralltag. Da ist man dann doch ein kleineres Licht in Anführungsstrichen, weil man einfach einen viel größeren Rahmen hat. Man kann zwar auch mitgestalten, aber hier sind wir wirklich 12 gleichberechtigte Stimmen auf der Bühne und jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Ich bin der Anne wahnsinnig dankbar, dass die dieses Ensemble so zusammenhält. Die steckt wahnsinnig viel Liebe und Energie da rein, das alles zu organisieren und hält das im Prinzip zusammen. Und dafür bin ich ihr sehr dankbar und das ist einfach auch was sehr, sehr Schönes, weil wir alle seitdem ja gerne wiederkommen. Es ist ja eben so, dass alle Lust haben und das macht es so schön.
Auch ich habe mich sicherlich weiterentwickelt, so wie alle, auch durch das Ensemblespiel. Diese Kammermusikerfahrung ist etwas, das ich absolut nicht missen möchte. Als wir begonnen haben, waren wir eben alle noch am Anfang des Studiums und jetzt sind wir inzwischen, ich auch, größtenteils festangestellt in Sinfonieorchestern auf ganz Deutschland verteilt. Und es ist aber doch schön, dass man das geschafft hat, über die Jahre Ten for Brass trotzdem am Leben zu halten, obwohl wir uns eigentlich geografisch so auseinander gelebt haben, könnte man sagen, eben nicht mehr an der Hochschule sind. Es ist schön, dass wir es schaffen, trotz des Orchesterberufs uns immer wieder zu treffen. Und das ist für mich persönlich auch eine ganz große Bereicherung. Also lustige und auch mal peinliche Sachen gibt es schon immer wieder, ne? Gerade bei 12 Leuten, das sind so viele Leute, da passieren immer mal Sachen. Vor allem würde ich sagen, hat jeder so sein Spezialgebiet, in dem er so ein bisschen verpeilt ist und dem er vielleicht auch mal anstrengend ist, weil man so denkt, oh, nicht schon wieder irgendwie. Also die Fotos müssen einfach immer eine gute Qualität haben. Das ist wichtig. Es gibt größere Probleme. Ja, also es gab eine sehr peinliche Erfahrung. Ich weiß aber gar nicht, ob wir das dann senden dürfen. Also es gibt natürlich, wenn wir proben, ist das eine sehr intensive Zusammenarbeit. Manchmal wird es wild diskutiert, manchmal wird viel gelacht. Es gibt auch manchmal die Punkte, wo dann jemand, wenn was nicht klappt in der Probe zum Beispiel, und das klappt mehrmals nicht, dass es dann den Punkt gibt, wo man nicht mehr ernst bleiben kann. Und dann muss man kurz die Probe unterbrechen, weil ich nicht mehr spielen kann vor Lachen. Und wenn dann, das kommt wirklich vor, dass im Konzert diese Stelle kommt, wegen der ich immer lachen musste. Und es kam auch schon vor, dass ich im Konzert da stand und einfach nicht mehr spielen konnte vor Lachen. Und ich reiß dann aber manchmal irgendwie so 2/3 noch mit. Und dann gab es schon ein oder andere Mal so den Punkt, dass dann die eine oder andere Stelle etwas dünn klang, weil wir eben alle so ein bisschen am Lachen waren. Und das ist aber irgendwie auch was Schönes, weil ich finde, das zeigt auch, dass wir Spaß haben miteinander. Und dass man nicht alles zu ernst nimmt, sondern dass man irgendwie auch über das eine oder andere schmunzeln kann.